Bei der Besprechung von Metronomzahlen gibt es zunächst ein ganz grundsätzliches Problem, das gewissermaßen in der Natur der Sache liegt. Eine Metronomzahl für sich genommen kann ja beides sein, sowohl Einzelschlag wie auch Doppelschlag. Das wirklich aussagekräftige Material reduziert sich damit signifikant. Damit aber werden einzelne Auffälligkeiten sehr wichtig, die substanzielle Hinweise geben können, auch wenn sie nicht zahlreich sind. Drei solche Fälle möchte ich hier besprechen. Den ersten Fall habe ich bereits im Rahmen von Schumann a Tempo vorgestellt und werde mich daher hier kurz fassen. Es geht um die Erstausgabe der Papillon Opus 2 von 1832. Für drei Sätze im Dreiachteltakt gibt Schumann eine höchst merkwürdige Metronomangabe, punktierter Achtel. Seine Absicht dabei ist ganz transparent. Offensichtlich wollte er einen vollen Schlag für den ganzen Takt im Anschluss an die entsprechende Dirigierpraxis und machte sich die Mühe, dafür die zwei hörbaren Einzelschläge des Metronompendels auszurechnen. Das Ergebnis ist dann diese etwas merkwürdige Angabe. Das Beispiel zeigt, dass Schumann mit der Idee des Doppelschlages für einen vollen Takt vertraut war, zumindest für Dreiertakte. Und da er zur Zeit der Komposition immer noch intensiv studierte, muss er diese Vertrautheit irgendwoher gehabt haben. Damit gleich zu zwei weiteren Beispielen, nun aus dem Werk von Ludwig van Beethoven. 1817 veröffentlichte Beethoven in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Metronomzahlen für die 8 Sinfonien, die er bis dahin geschrieben hatte. Zwei Angaben sind dabei auffällig. Die erste ist das Finale der Eroica Opus 55. Der Satz hat drei Teile und Beethoven gibt an, halbe gleich 76 für das Allegro Molto, Achtel gleich 108 für das Poco Andante und dann wieder Viertel gleich 116 für das Presto. Eine Bemerkung gleich zu dieser Angabe für das Presto. Eigentlich steht in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Achtel gleich 116, was gemeinhin als Druckfehler gilt. Man kann darüber diskutieren, aber das ist ein anderes Thema und ich schließe mich für diese Ausführungen jetzt der Auffassung an, dass es tatsächlich ein Druckfehler ist. Schauen wir das nun genauer an und vergleichen das Allegro mit dem Presto. Beide bestehen aus demselben musikalischen Material. Per Definitionem ist ein Presto die Steigerung eines Allegro. Nach Beethovens Angaben ist das Presto jedoch signifikant langsamer als das Allegro. Wenn wir die Notenwerte direkt vergleichen, haben wir Viertel gleich 152 für das Allegro und Viertel gleich 116 für das Presto. Also, was liegt da vor? Es ist auffallend zu sehen, dass Beethoven zwei verschiedene Notenwerte für seine Angaben benutzt. Halbe für das Allegro, Viertel für das Presto. Der Takt ist ein Zweivierteltakt, das heißt, die Angabe für das Allegro bezieht sich auf den ganzen Takt und die Angabe für das Presto nur auf den halben Takt. Die Dirigierpraxis für einen Zweivierteltakt ist ein Abschlag auf dem ersten Viertel und ein Aufschlag auf dem zweiten Viertel, also ein Vollschlag auf den ganzen Takt. Die Angabe für das Allegro bezieht sich daher auf einen vollen Schlag des Dirigenten. Die Angabe für das Presto nur auf einen halben Schlag des Dirigenten. Wenn man das nun auf die Bewegung des Metronompendels überträgt, so bekommt man einen Voll- oder Doppelschlag für das Allegro und einen halben bzw. Einzelschlag für das Presto. Das überraschende Resultat dieser Analogie, nun für beide als Einzelschlag, ist Viertel gleich 76 für das Allegro und Viertel gleich 116 für das Presto.
Und man sieht sofort, dass dies in der Tat genau der Proportion entspricht, die zwischen einem Allegro und einem Presto besteht. Ein ganz ähnliches Beispiel findet sich im letzten Satz der fünften Sinfonie. Dieser hat zwei Abschnitte, ein Allegro und ein Presto, mit einer sehr kurzen Überleitung. Beethoven schreibt halbe gleich 84 für das Allegro und ganze gleich 112 für das Presto. Wenn wir das direkt vergleichen, haben wir halbe gleich 84 für das Allegro und halbe gleich 224 für das Presto. Das Presto ist also nahezu dreimal so schnell wie das Allegro. Und wiederum ist eine solche Proportion angesichts der Satzbezeichnungen fragwürdig. Wenn wir auch das genauer anschauen, so haben wir gleichsam eine umgekehrte Situation wie bei der Eroica. Hier bezieht sich das Presto auf den ganzen Takt, es ist ein Vierviertel- bzw. ein Zweihalbe-Takt, und das Allegro auf den halben Takt. Der Satz ist ein typisches Beispiel für einen Viervierteltakt, der in Richtung eines alla breve zieht, darum auch die halbe Note als Angabe für das Allegro. Die Dirigierpraxis ist wiederum ein Abschlag auf dem ersten Taktteil und ein Aufschlag auf dem zweiten Taktteil. Somit bezieht sich die Angabe zum Allegro nur auf eine einzelne Bewegung des Dirigenten, während sich die Angabe für das Presto auf die volle Bewegung, auf den vollen Schlag des Dirigenten bezieht. Übertragen auf die Bewegung des Metronoms wiederum würde dies heißen: Einzelschlag für das Allegro, Doppelschlag für das Presto. Was wir dann erhalten, wieder beides im Einzelschlag, ist halbe gleich 84 für das Allegro und halbe gleich 112 für das Presto. Erneut genau die Proportion, die zwischen einem Allegro und einem Presto besteht. Die beiden Beispiele legen also die Frage nahe, inwieweit sich die entsprechenden Metronomangaben nicht auf das Zählen isolierter Schläge, sondern auf eine Dirigierpraxis beziehen, ganz ähnlich wie in dem Beispiel von Schumann. Wenn wir uns das einmal vor Augen führen, dann kann man nicht leugnen, dass ein solcher variabler Gebrauch von Einzel- und Doppelschlag ziemlich merkwürdig und verblüffend ist. Aber der grundsätzliche Hintergrund und insbesondere auch Mälzels Statement, der Beethovens Metronomzahlen ohne Zweifel kannte, machen das Phänomen zugleich auch relativ naheliegend. Natürlich weckt das viele Folgefragen über Beethovens Metronomzahlen generell und darüber hinaus ein Thema, über das ich vielleicht bei einer anderen Gelegenheit sprechen werde. In diesem Kontext möchte ich noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Es ist nämlich interessant zu sehen, dass es in der Tat eine Quelle gibt, die die hier präsentierte Hypothese ziemlich direkt stützt. Im April 1805 führte nämlich Beethoven persönlich als Dirigent die Eroica im Theater an der Wien auf. In der Allgemeinen Musikalischen Zeitung erschien eine Rezension und der Rezensent nennt die Dauer des Werks. Ich zitiere: Die Sinfonie würde unendlich gewinnen, sie dauert eine ganze Stunde, wenn sich Beethoven entschließen wollte, sie abzukürzen und in das Ganze mehr Licht, Klarheit und Einheit zu bringen. Nun, wenn es ein System gäbe, das aus unseren Beobachtungen bisher hervorginge, so wäre es dies. Bezieht sich die Metronomzahl auf den vollen Schlag des Dirigenten, so gilt auch für die Metronomzahl der Vollschlag bzw. der Doppelschlag. Bezieht sich die Zahl nur auf einen Teilschlag des Dirigenten, so gilt der Einzelschlag. Nun, auf diese Weise können wir das ganz einfach auf Beethovens Metronomangaben für die Eroica anwenden und die Dauer ausrechnen.
Diese wäre 65 Minuten. Das kommt verblüffend nahe an die ganze Stunde heran, die der Rezensent für Beethovens eigene Aufführung des Werks berichtet. Wichtig ist hier, ganz egal, wie man die hier präsentierte Hypothese beurteilen will, es ist klar und zweifelsfrei, dass die Aufführung Beethovens im Jahr 1805 weder eine reine Einzelschlagversion noch eine reine Doppelschlagversion der Metronomzahlen ist, die er 1817 für das Werk veröffentlicht hat. Bevor wir zu gewissen Schlussfolgerungen kommen, möchte ich als einen kleinen Exkurs auf zwei Metronomsysteme zu sprechen kommen, die ich schon im Rahmen von Beethoven a Tempo vorgestellt habe. Das Sacred Metronome von 1887 und das Cushing-Bertin-Metronom von 1916, beide patentiert in den USA. Beide zeigen erstaunlicherweise eine parallele Skala von Einzel- und Doppelschlagzählung. Beim Cushing-Metronom hier im Bild heißt das Down and Up One Beat und Down and Up Two Beats. Der Grund dafür ist in beiden Fällen derselbe, nämlich zu verhindern, dass das Pendel übermäßig lang wird. Um das zu verhindern, wechselten die Erfinder für die langsamen Tempi zum Vollschlag. Für die eigentliche Zählung funktionieren sie genau gleich wie ein Metzl-Metronom. Die Zahlen auf der Skala beziehen sich auf die Anzahl von Einzel- bzw. Doppelschlägen pro Minute. Natürlich sagt das überhaupt nichts aus über das Verständnis von Metronomzahlen selbst, aber es zeigt, dass eine solche parallele Zählung nichts war, was die Leute irgendwie gestört hätte, sondern was mit einer gewissen Selbstverständlichkeit nebeneinander angewandt wurde. Damit kommen wir nun zu Schlussfolgerungen. Was die drei Musikbeispiele und auch der Blick zu alternativen Metronomsystemen zeigen, ist eine grundsätzliche Vertrautheit und tatsächliche Anwendung der Doppelschlagzählung. Zugleich, und das ist wichtig, sind derartige Beobachtungen überhaupt kein abschließender Beweis für die Doppelschlagtheorie. Die Frage, warum bedeutende Musiker wie Hans von Bülow diese Doppelschlagzählung offensichtlich nicht kannten, bleibt bestehen. Ebenfalls gibt es gerade bei Beethoven viele Folgefragen im Sinne von Tradition im 19. Jahrhundert, die damit überhaupt nicht beantwortet sind. Auch ist unklar, welche Kriterien wirklich etabliert werden könnten, um eine mögliche parallele Verwendung von Einzelschlag und Doppelschlag in konkreten Fällen zu beurteilen. Aber zugleich scheint es so, dass die Verwendung der Doppelschlagzählung in den ersten Jahren und Jahrzehnten des Metronomisierens nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Verhältnis zwischen dem Notenwert der Metronomzahl und dem auszuführenden Schlag scheint eine valable Hypothese zu sein und könnte ein mögliches Kriterium darstellen, ob der Doppelschlag in einem bestimmten Fall zur Anwendung gelangen könnte oder nicht. Ich drücke mich hier sehr vorsichtig aus und das in voller Absicht, da ich es für heikel halte, zu schnelle und unvorsichtige Schlüsse zu ziehen. Allgemein gesprochen ist das Metronom ein Gerät, das klar als ein Fremdkörper in die damalige Musizierpraxis hereinkam, und es scheint, dass die Zählweise unterschiedlich gehandhabt wurde und vorausgesetzt wurde, dass ein guter Musiker selbstverständlich aus dem Charakter eines Werkes heraus weiß, was er oder sie zu tun hat. Das Ausmaß
der Verwendung der Doppelschlagzählung ist hingegen schwierig abzuschätzen und eine gewisse Ambivalenz dürfte dabei nicht zu vermeiden sein. Aber, und das ist ja schließlich das Wichtigste, es erscheint gerechtfertigt, das Verständnis früher Metronomzahlen in einem neuen Licht zu betrachten und vor allem auch der faszinierenden musikalischen Ästhetik nachzugehen, die aus diesem neuen Licht hervorgeht. Dies zu tun, ist das zentrale Anliegen meines A-Tempo-Projektes. Innerhalb einer musikwissenschaftlichen Debatte ist ja die Stimme der Musik selbst enorm wichtig. Und diese Stimme hörbar werden zu lassen, darum geht es in diesem Projekt. Dies bringt mich zu einem allgemeinen Schlussgedanken, auch in persönlicher Hinsicht. Langsame Tempi und die Ästhetik, die mit dieser Doppelschlagtheorie verbunden ist, faszinieren mich seit vielen Jahren. Dennoch bin ich überhaupt kein Freund von Dogmatismus und Ideologie in dieser Hinsicht. In den Diskussionen über dieses Thema findet man immer wieder eine gewisse ideologische Färbung, was eine letztlich befremdende Tatsache ist und vor allem auch dem ganzen Thema relativ stark geschadet hat. Ich denke, dass dafür und dawider sollte ausgeglichen und offen diskutiert und transparent gemacht werden und vor allem sollte die wissenschaftliche Lage nicht mit persönlichen Vorlieben nach beiden Seiten hin verwechselt werden. Historische Forschung meiner Ansicht nach rechtfertigt die Beschäftigung mit dem Doppelschlag als Interpret, aber sie zeigt zugleich auch klar die Probleme, die damit verbunden sind. Und letzten Endes, und das ist möglicherweise das Entscheidende, ist ja jede und jeder von uns frei, die fast unendliche Variabilität der klassischen Musik zu erkunden, jenseits aller Theorie. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.